Lieben, ich habe getestet und zwar einen Wickelrucksack für euch. Dieser Wickelrucksack ist von Doku Club. Ich habe den jetzt ungefähr 2 Wochen im Einsatz und habe den für euch ausgetestet, habe den für euch überall hin mitgenommen, habe ihn einfach als meine tägliche Wickeltasche benutzt. Und ich muss euch sagen, ich bin richtig, richtig begeistert. Preis-Leistung ist hier wirklich absolut der Hammer. Dieser einfarbigen Art, wie ich ihn jetzt habe, es gibt noch Karo-Muster, die sind dann ein bisschen teurer. Aber ich habe mir auch die Farbe rausgesucht, weil ich den wunderschön fand. Ich stehe ja sowieso auf Grau und da gibt es Hellgrau und Dunkelgrau. Ich habe den Dunkelgrauen gewählt und habe den getestet und möchte euch jetzt darüber berichten, weil mir auch schon einige geschrieben haben, hey, wann kommt denn endlich das Video? Mich interessiert das. Und ich muss euch sagen, ich kann den wirklich wärmstens empfehlen. Ob ihr jetzt schwanger seid und gerade auf der Suche nach einer Wickeltasche oder ob ihr schon Kinder habt und schon Wickeltaschen habt, der kostet nur knapp 40 Euro und ist wirklich super, super toll. Ich zeige euch den jetzt einfach mal kurz. Einfach gehen wir jetzt mal alle Fächer durch, die ich euch zeigen möchte und die ich in Benutzung habe. Und natürlich, dieses Fach hier vorne ist enorm wichtig, weil da hat man, also ich glaube, das ist bei Wickeltaschen auch so, immer seine Dinge drin, die die Mama so schnell griffbereit haben muss. Wie jetzt zum Beispiel Dokumente. Ich habe hier vorne, wie ihr seht, ist hier vorne so ein Netz drin, so eine Netztasche. Und hier habe ich immer alle Dokumente drin. Also zum Beispiel meinen Mutterpass habe ich immer dabei und das U-Heftchen von der Liana. Ich weiß nicht, ob man das immer mitschleppen muss, aber ich tue es. Ich habe das immer hier vorne drin. Und hier, und das finde ich total genial, gibt es 3 so kleine Beutelchen und die sind sogar mit so einem Isoliermaterial drin. Also wir haben mal einen Tee mitgenommen für die Liana und ich muss euch sagen, es hält warm, jetzt nicht stundenlang, aber so für einen Ausflug war das echt cool. Also war der Tee nicht kalt, sondern war der echt noch lauwarm. Und hier habt ihr eben Platz für 3 Fläschchen oder natürlich, wenn ihr jetzt stillt wie ich. Ich still ja eigentlich voll, aber wir sind eben schon bei Tee oder manchmal Wasser, nehme ich das dann immer mit. Und ihr könnt natürlich auch andere Sachen reinmachen, Snacks oder ich habe zum Beispiel so einen Quetschi zum selber befüllen, den hatte ich hier auch schon drin. Also diese Tasche hier vorne ist eigentlich, also ich benutze sie für mich, alle Dinge, die die Mama so braucht, aber eben durch diese Flaschenhalter auch nochmal ganz, ganz genial die Möglichkeit, da Getränke mitzunehmen. Es gibt ja auch so kleinere Getränke für die Kinder, so Tetrapacks oder so wird er da auch reinpassen. Dann haben wir an der Seite 2 Taschen, einmal rechts, einmal links. Hier ist es eine ganz normale Tasche, wo sehr viel Platz hat. Ich habe da auch oft meinen Geldbeutel drin, weil ich den dann einfach schnell griffbereit habe. Oder auch hier würde eine Flasche reinpassen. Auf der anderen Seite, und das ist echt total cool, habt ihr hier so eine kleine Öffnung. Und zwar ist das für Tücher. Ihr könntet jetzt zum Beispiel eure Feuchttücher hier reinmachen und hier rausziehen. Oder auch, es gibt ja solche trockene Tücher, die auch in so kleineren Packungen sind, wie jetzt so taschentüchermäßig, könntet ihr ja auch machen und dann könntet ihr hier direkt rausziehen. Oder was ich jetzt auch schon gemacht habe, zum Beispiel das Smartphone rein und dann hier die Kopfhörer rauskommen lassen oder ein Ladekabel, wenn ihr zum Beispiel eine Powerbank habt, könntet ihr hier auch die Powerbank reinmachen. Also wirklich richtig cool durchdacht, diese Seitentasche. Dann kommen wir mal zu den Griffen kurz. Ihr habt hier oben einen Griff, wo ihr einfach die Tasche so mitnehmen könnt. Und dadurch, dass es natürlich ein Wickelrucksack ist, habt ihr auch Rucksackträger, die natürlich verstellbar sind in allen möglichen Längen. Ihr könnt den ganz hoch tragen oder ihr könnt ihn eben schön, wenn er dann voll ist, schön hängen lassen. Und ja, er ist richtig cool. Also ich muss euch sagen, ich habe den jetzt nonstop dabei und er bleibt jetzt auch mein Wickelrucksack. Dann habt ihr hier oben noch so ein kleiner Verschluss, dass ihr hier die Träger zusammen machen könnt. Ist noch so ein kleines Ding on top, was dabei wäre. Und dann schauen wir mal rein. Und das ist jetzt wirklich der Oberhammer. Ihr habt so viel Platz, wahnsinnig viel Platz. Weil, und das ist auch wieder sehr durchdacht, ich komme mal näher. Ihr habt hier oben, habt ihr überall an den Seiten, habt ihr Taschen. Nicht wie bei einer Wickeltasche alle ganz unten drin, sondern die Taschen sind hier oben. Warum?
Richtig schlau gemacht. Ihr befüllt ja den Rucksack und unten liegen dann alle Dinge drin, wie jetzt zum Beispiel Windeln, Wechselklamotten, Wickelunterlage. Das habt ihr alles unten drin. Und dass ihr jetzt nicht kramen müsst, tut ihr einfach die kleinen Sachen hier oben in die Täschchen reinmachen. Und die habt ihr dann gleich. Ich befülle nachher auch einmal für euch, so wie ich ihn befülle. Und ich habe halt oben in diesen kleinen Täschchen, habe ich dann halt Dinge drin, die ich schnell brauche, schnell griffbereit sein muss, wie zum Beispiel ein Schnuller oder Zahnungskügelchen oder ja, irgendwas, was ich halt schnell packen muss, wo ich jetzt nicht ewig lang suchen möchte, wie gerade ein Schnuller, wenn sie gerade am Schreien ist oder so. Jetzt denkt ihr bestimmt, okay, wenn das aber alles da unten drin ist, muss man da ja auch kramen. Nein, muss man nicht, weil es wurde mitgedacht. Hier hinten an der Rückseite des Rucksacks habt ihr nochmal einen Reißverschluss und da kommt ihr dann an das unten im Rucksack drin ist, weil ihr könnt von hinten an praktisch das untere dran. Und das ist so genial. Ich habe jetzt, wenn ich den Rucksack gepackt habe, habe ich dann hier unten immer die Wechselkleider und die Wickelunterlage drauf gemacht. Wenn ich Wechselkleider gebraucht habe, habe ich hier unten aufgemacht. Wenn ich Windeln gebraucht habe oder Feuchttücher, die habe ich nämlich einfach hier oben drauf gelegt, habe ich die auch gleich griffbereit. In den kleinen Taschen, sei es von oben oder sei es von hinten. Also wirklich, wer den erfunden hat, clever. Wirklich, wirklich clever. Die Materialien sind auch echt schön. Es ist abwaschbar hier alles, innen drin natürlich auch alles abwaschbar und ihr habt so, so viele Möglichkeiten, den zu packen. Also das ist natürlich auch individuell, wie jeder gerne packt. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich ihn packe, weil ich rede schon wieder viel zu lange. Also, wie gesagt, ich habe die Wechselkleider immer unten drin. Hier hinten könnt ihr dann nachher ran. Ich befülle ihn jetzt aber mal von oben. Also, Wechselkleider. Ich befülle den jetzt nicht schön, weil sonst geht das Video wieder zu lange. Oder ich sag mal nichts und befülle den einfach nur. So, befüllt. Ich zeige euch jetzt ganz, ganz kurz, wie ich ihn befülle und auch nur mit den wichtigsten Dingen, weil da bräuchten wir jetzt wahrscheinlich ein extra Video für Wickeltasche. Wenn euch das interessiert, sagt gerne Bescheid. Da hat sich natürlich jetzt einiges geändert, was ich so mitnehme, weil die kleine Maus, weil man einfach merkt mit der Zeit, dass man nicht so viel braucht. Hier vorne, wie gesagt, habe ich meine Dokumente drin und jetzt die Teeflasche. Auf der Seite habe ich jetzt meinen Geldbeutel, einfach weil ich, ja, das hat sich irgendwie bewährt. Und die Tasche ist auch so tief, dass man da jetzt nicht einfach sieht sofort, dass da ein Geldbeutel drin ist und mal schnell dran reißen könnte. Und ich habe ja einen relativ großen Geldbeutel. Also die Taschen sind echt gut groß. Und hier oben, wie gesagt, komme ich jetzt ganz schnell an alles Wichtige. Hier in dieser Seitentasche habe ich immer alles, was Medikamente sind. Das bedeutet zum Beispiel, Pflaster habe ich immer dabei oder die Osanit-Zahnungskügelchen. Komme ich super schnell dran, weil ich weiß, die sind hier oben in der Seitentasche. Dann habe ich hier in der Seitentasche auch ganz wichtig, schnell muss man drankommen, ein Schnuller. In der anderen Seitentasche habe ich schnell was zum Spielen, wenn sie mal im Auto unruhig wird oder unterwegs. Und in dieser Seitentasche, in der vierten, habe ich alles, was so an Cremes oder an Pflege, hier Wind- und Wettercreme oder für mich ein Desinfektionsspray, wenn wir irgendwo unterwegs sind, wo ich jetzt desinfizieren muss, was ich selten mache, aber ich habe es dabei. Und oben komme ich dann, ich kann, wie gesagt, euch mal das extra packen, habe ich dann meine Stoffwindeln drin oder die Nasstaschen, meine Einlagen oder auch mal Wegwerfwindeln. Da komme ich ganz schnell eben oben dran an die Sachen zum Wickeln, was ja in der Wickeltasche eigentlich das Wichtigste ist und wenn man unterwegs ist. Und hier hinten, wie gesagt, mache ich dann hinten auf und dann seht ihr hier schon, kommen wir ran. Hier sieht man nochmal, hier sind die Windeln und die Feuchttücher und hier würde ich jetzt ganz schnell an meine Wechselklamotten kommen, von unten, von hinten dran kommen. Also es ist wirklich ein ganz toller Rucksack. Wenn ihr Fragen habt zu dem Rucksack, dann stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren. Ich bin super, super begeistert. Vom Design her ist er toll, wie ich finde. Er ist aber auch eben ganz praktisch. Es passt super viel rein. Ich hatte immer das Problem, dass in meine Wickeltaschen ja nicht genug reingepasst hat. Und dieser Rucksack ist echt absolut der Hammer. Ich bin begeistert, ihr Lieben. Ich kann ihn guten, guten Gewissens euch weiterempfehlen. Ich setze euch den Link unten in die Infobox, wenn ihr ihn euch mal anschauen wollt. Wie gesagt, einfarbig 39,90 und hält, was er verspricht. Also
Daumen nach oben, richtig guter Rucksack. Wenn ihr ihn euch kauft, dann schreibt mir auch gerne, was ihr davon haltet und ob ihr genauso begeistert seid wie ich. Bis ganz bald. Ciao.